So, endlich geschafft, endlich Semesterferien. Letzte Prüfung ist eben zu Ende gegangen und ja, wenn ich alles bestanden habe dieses Semester, dann ja, war das heute die letzte Uni-Prüfung für mich. Ich muss zwar dann noch ein Semester lang eine Abschlussarbeit schreiben, aber so die richtige Prüfung war das heute dann hoffentlich die letzte. Auf jeden Fall habe ich jetzt ja seit Januar durchgeackert, fast jeden Tag. Und ja, jetzt kann ich mich die nächsten Wochen voll und ganz irgendwelchen Freizeitthemen, das heißt der Eisenbahn, widmen. Und ja, ich freue mich einfach. Ich bin jetzt echt erleichtert, dass es rum ist, die ganze Lernerei. Und warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil ich mir gedacht habe, ich gönne mir heute nach der Prüfung eine kleine Bahntour. Und auf die möchte ich euch mitnehmen, nachdem ihr ja schon in dem ersten Vlog gesagt habt, dass euch dieses Format eigentlich ganz gut gefällt, habe ich mir gedacht, mache ich das heute mal wieder. Und genau, also dann gehe ich jetzt erstmal zum Bahnhof. Ey Leute, ihr glaubt gar nicht, wie gut sich das anfühlt, seit 4. Januar wirklich mit der Ausnahme von ein paar Sonntagen die ganze Zeit gearbeitet an dem Uni-Zeug. Und ja, jetzt habe ich es echt geschafft und habe jetzt gut 3 Wochen frei und es fühlt sich richtig, richtig gut an, muss ich echt sagen. Ey. Jetzt Eisenbahn. Genau, auf jeden Fall, wo soll es hingehen? Jetzt erstmal nach Nürnberg, denn ich möchte heute zwischen Nürnberg und Reuchtlingen die alten Doppelstockwagen-Garnituren aufnehmen, die da noch fahren, weil die werden nämlich in den nächsten Wochen, Monaten ausgetauscht durch neue Doppelstockwagen. Und genau, deswegen möchte ich das einfach noch ein bisschen im Film und Foto festhalten, einfach so dokumentieren und ihr seid mit dabei. Ich habe jetzt die Tour noch gar nicht so genau geplant, weil ich die letzten Tage echt was anderes im Kopf hatte. Deswegen, das werde ich jetzt auf der Zugfahrt machen und teile euch dann in Nürnberg mit, wie genau so der Plan für heute aussieht. Angekommen in Nürnberg Hauptbahnhof. Ja, Glück muss man haben. Ich bin eben gerade hier auf Gleis 17 gegangen und auf einmal kam diese besondere Fuhre da durch. Und genau, jetzt warte ich dann noch auf den Regionalexpress aus Stuttgart. Den möchte ich bei der Einfahrt filmen, weil der fährt ja auch nur noch dieses Jahr mit älteren Doppelstockwagen und 14er E-Lok. Genau, so jetzt fährt hinter mir der 612er aus. Dann warten wir mal kurz. So, jetzt ist der Krachmacher endlich weg. Und wo war ich stehen geblieben? Genau, jetzt dann noch der REE aus Stuttgart bei der Einfahrt filmen. Und dann, ja, habt ihr ja schon gesehen, auf der Zugfahrt habe ich jetzt ja die Tour für heute geplant. Es ist vorgesehen, jetzt dann um 12 nach Treuchtlingen zu fahren und dann nach Weißenburg, dann nach Pleinfeld und dann noch nach Schwabach. Ganz einfach deswegen, weil ich bis auf Schwabach schon an diesen Stationen, ja gut, in Treuchtlingen war ich auch, aber in Pleinfeld und in Weißenburg war ich noch nicht. Und deswegen habe ich mir die Tour jetzt ausgesucht und ihr seid mit dabei. Jetzt habe ich den RE aus Stuttgart aufgenommen und ja, bis 12 Uhr ist jetzt noch ein bisschen Zeit und deswegen würde ich sagen, gönne ich mir jetzt erstmal ein schönes Mittagessen. Auf geht's nach Treuchtlingen. Und vor allem mit einem schönen N-Wagen. Ja, diese Wittenberger Steuerwagen, die fahren aktuell noch. Und vor allem hat man große Chancen auf den Verstärkerzügen, die also nur zwischen Nürnberg und Reuchtlingen Montag bis Freitag 12 bis 20 Uhr hier in Nürnberg abfahren. Da hat man wirklich noch große Chancen, hier eben so einen Wittenberger Steuerwagen anzutreffen. Der Rest ist schon mit Doppelstockwagen, also so rein N-Wagen-Garnituren gibt es hier schon seit Jahren nicht mehr. Aber ja, ein Wagen reicht. Und da steige ich jetzt ein und ich melde mich dann wieder in Treuchtlingen. Herzlich willkommen in der Regionalbahn nach Treuchtlingen. Jetzt ab Weißenburg bin ich ganz alleine in diesem Zug.
nee, nicht in diesem Zug, in diesem Wagen bin ich ganz alleine. Zwischenzeitlich waren 4 Leute mit mir hier in diesem Waggon drin. Und ja, jetzt haben wir dann auch gleich Treuchtlingen erreicht. Da werde ich so einige Züge aufnehmen. Ursprünglich wollte ich dann nur kurz sein in Treuchtlingen, aber nachdem mir aufgefallen ist, gerade jetzt um die Mittagszeit rum fahren da einige Züge ab, also auch noch ein zusätzlicher Zug, der nur zwischen Treuchtlingen und Solnhofen pendelt. Da bin ich mal gespannt, welche Garnitur da drauf ist. Das ist doch noch richtig klassische Eisenbahn mit Drehfalltüren, das Ganze hier. Ja, ich finde, das hat Charme, aber ich kann natürlich auch die Leute verstehen, die sagen, ja, solche Türen sind einfach nur unpraktisch. Gerade für Rollstuhlfahrer, Leute mit Kinderwagen, Fahrrädern sind die Türen echt blöd. Allerdings, eins finde ich erschreckend, dass tatsächlich eine Reihe an Leuten, die nicht diese Einschränkungen haben, nicht diese Türen aufkriegen. Da frage ich mich schon manchmal, haben die Leute alle daheim Türen mit Drückknöpfchen oder haben die so wie ich noch Türklinken an ihren Türen daheim? Ja, also da frage ich mich, warum muss die Eisenbahn eigentlich immer nur Türen mit Drückknöpfchen haben, wenn alle Leute daheim ja Türen mit einer Klinke haben? Warum dürfen dann Züge nicht eine Türe mit einer Klinke haben? Aber naja, gut, das ist ein anderes Thema. Mir gefallen diese alten Türen trotzdem und ja, es läuft heute richtig. Schaut mal rüber. Auch ein Wittenberger mit Drehfalltüren. Also ich kann heute einiges, ja, bald Historisches aufnehmen. Freut mich dann einfach, solche alten Aufnahmen bzw. solche Aufnahmen von so alten Zügen zu haben. Finde ich tendenziell ein bisschen reizvoller, wie Aufnahmen von neuen Zügen zu haben. Denn, ja, die alten Züge verschwinden eben bald und dann hat man was, was sonst niemand mehr filmen kann. Und das finde ich irgendwie noch ein bisschen reizvoller, solche Garnituren, die bald ausrangiert werden, aufzunehmen, wie ja die ganz neuen. Die kann man ja auch noch in 10 Jahren aufnehmen. Genau, das ist meine Meinung dazu. So, man sieht, sowas Nostalgisches gibt es auch noch. Eine Lok mit Scherenstromabnehmer, die 111023 am RE bzw. an der RB München-Nürnberg. Der Historie nicht genug, jetzt kommt auch noch ein 140er Doppel von EBS vorbei. Also, jetzt war richtig viel los hier in Treuchtlingen und jetzt sind ungefähr 20 Minuten Pause, bis dann der nächste Zug fährt nach Nürnberg. Mit dem fahren wir dann und zwar bis Weißenburg, aber ich muss sagen, ja, das war jetzt echt eine coole Sache hier in Treuchtlingen. Richtig viel aufnehmen können. Und vor allem das Schöne ist, dass die Züge hier alle so um 1-2 Minuten versetzt immer ein- und ausfahren. Ja, also nicht wie an manch anderen Bahnhöfen, ich will jetzt keine Namen nennen, Köln, Messe, Deutz, wo immer alle Züge gleichzeitig kommen und abfahren müssen, sondern nein, hier ist es nämlich ganz cool, hier fahren die Züge immer so 1-2 Minuten versetzt ab, sodass man einen Zug nach dem anderen schön bei der Ausfahrt filmen kann. Ja, also war jetzt auch richtig viel Altes mit dabei, also ziemlich viele Wittenberger Steuerwagen, sogar noch mit Drehfalltüren, also war ich echt erstaunt, aber der Umlauf da nach Solnhofen. Güterzüge hätten jetzt auch mal eine Minute später kommen können, aber naja, nee, ich will mich heute nicht beschweren, war ja jetzt schon richtig viele schöne Garnituren mit dabei. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, bei diesen Garnituren eben. Und dieser Umlauf, 13:02 nach Solnhofen, 13:29 aus Solnhofen wieder hier, 13:36 nach München, müsste dann 15:47 an München sein, 15:59 ab München, 16:45 an Ingolstadt, 17:01 wieder zurück ab Ingolstadt nach München, also ich habe vorher nachgeschaut, deswegen weiß ich die Zeiten auswendig. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich hier die Zeiten so gut weiß. Ich lerne die Fahrpläne nicht auswendig, keine Sorge. So schlimm ist es noch nicht. Aber was ich damit sagen wollte, dieser Umlauf, den ich gerade eben beschrieben habe, den ich vorhin nachgeschaut habe, der scheint noch
eigentlich fast immer mit dem Wittenberger Steuerwagen und den alten Dostos zu fahren, weil den hatte ich auch schon letztes Jahr genau zu der Zeit, eigentlich fast die gleiche Garnitur. Und ja, scheint noch so ein Geheimtipp zu sein, aber fragt sich auch, wie lange noch, ne? Wenn die Twin Decks dann jetzt mal kommen, dann sieht es damit vielleicht auch nicht mehr so gut aus. Aber ja, ich bin jetzt erstmal zufrieden, viele schöne alte Garnituren gehabt und mal schauen, wie es weitergeht. Hallihallo, schöne Grüße aus Weißenburg. Genau, ich bin jetzt im Dosto vorne mitgefahren, nicht hinten im Wittenberger Steuerwagen, hatte ganz einfach den Grund, weil ich wollte nämlich dann gleich die Ausfahrt hier in Weißenburg filmen und dann wäre es ja schlecht gewesen, wenn ich hinten im letzten Wagen gewesen wäre. Genau, ja, jetzt bleibt man in Weißenburg 1 Stunde 20 Minuten und ich habe schon da hinten gesehen, ist eine Brücke und ich würde sagen, die probieren wir einfach mal aus, ob man da ganz gut filmen kann und in 10 Minuten kommt dann auch schon der nächste Zug. Schaut doch gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt mich hier auch aufgebaut. Und genau, dann werden wir jetzt hier mal 1-2 Züge auf jeden Fall mal umsetzen und die Sonne scheint auch, also was will man mehr? Okay, also das, was ich jetzt an der Stelle nicht so toll finde, ist, dass hier diese beiden Masten, die Oberleitungsmasten, dann schon ein bisschen, ja, das Motiv zerstören, aber naja, mal so eine Aufnahme, warum nicht? Ja, was soll ich tun? Soll ich den nächsten Zug, der in der Richtung fährt, soll ich den hier bei der Einfahrt aufnehmen, so ranzoomen und dann hier bei der Ausfahrt aufnehmen? Oder soll ich mich lieber da hinten hinstellen und ja, den schön bei der Einfahrt, wie er eine Kurve reinfährt, gescheit aufnehmen und dann halt bei der Ausfahrt den Elfer-Sound schön mit drauf haben? Das ist jetzt echt eine schwere Frage. Naja, mal schauen, wie ich mich entscheide. Ich habe mich jetzt für keine der beiden Varianten entschieden, sondern ich habe mir gedacht, ich gehe noch ein Stückchen weiter, so ein bisschen an die Strecke, also kurz hinter Bahnhof Weißenburg stehe ich. Und ja, an sich ist hier darf man sich hier schon hinstellen, allerdings habe ich mir trotzdem eine Warnweste angezogen. Hat ganz einfach den Hintergrund, weil mir hat mein Lokführer gesagt, wenn da ja, Menschen gerade mit dunkler Kleidung an der Strecke stehen, dann kriegen manche Lokführer irgendwie ein bisschen Angst, dass man da gleich hinläuft und sich vor ihren Zug wirft. Und deswegen ja, möchte ich dem nächsten Lokführer keinen Schrecken einjagen und habe mir mal hier eine Warnweste angezogen. Dann wisst ihr auch. Ja. Leute, ganz ehrlich, das war der letzte Vlog, den ich gedreht habe. Weil das ist so scheiße. Man verbringt so viel Zeit damit, dass man ja, irgendwas hier in die Kamera erzählt. Und verpasst dann hier die Güterzüge. Nee, so schlimm finde ich es jetzt auch nicht, war ja nichts Besonderes vorne dran, aber irgendwie habe ich mir echt gedacht, ich habe den überhaupt nicht gehört, ey. Ich war jetzt hier total auf das Gespräch mit euch fokussiert und ja, habe es jetzt gar nicht gemerkt. Naja, gut, wo war ich stehen geblieben? Nee, auf jeden Fall will ich dem nächsten Lokführer keinen Schrecken einjagen und deswegen habe ich mir mal meine Warnweste angezogen. Genau, dann ja, außerdem müsst ihr am Stativ eigentlich sehen, dass ich hier nur ein paar harmlose Videos machen will und nichts weiter. Und genau, das nur als Information auch für euch, wenn ihr mal wieder so an der Strecke filmt und etwas näher, sage ich jetzt mal, am Gleisbereich seid, also sowieso nicht zu nah am Gleisbereich, würde definitiv auch immer so um die 10 Meter Abstand halten vom Gleiskörper, selbst mit Warnweste nie in Richtung Gleisbereich gehen, aber selbst wenn man so, ich sage jetzt mal, in der Nähe vom Gleisbereich ist, ist es trotzdem besser, wenn man eine Warnweste anhat. Genau. Auf nach Pleinfeld. Ich bin mal echt wieder der Einzige in diesem ja, Bereich, sage ich jetzt mal. Vielleicht hocken da hinten noch Leute in dem Wagen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in dem Bereich bin ich mal wieder der Einzige. Gut, aber ist jetzt auch 15.14 Uhr, ist vielleicht noch nicht die Berufspendlerzeit. Ja, die meisten verstecken sich sowieso in den Doppelstockwagen. Naja. Dann habe ich eben umso mehr Platz im N-Wagen. Angekommen in Pleinfeld.
Ja, vorletzte Station und hier nehmen wir jetzt auch noch ein paar Mal die Elfer und die Dosto mit N-Wagen, also die Kamelzüge auf. Heute fahren ja wirklich sehr viele Kamelzüge, habe ich festgestellt. Also noch keinen einzigen Twin Decks gesehen. Ja, keine Ahnung, was los ist. Aber mir soll es recht sein. Und eine Sache finde ich auch schon mal sehr schön hier in Pleinfeld. Begrünter Bahnsteig auf Gleis 4-5 für den besonderen Gehkomfort. Ja, gut, kann man jetzt natürlich auch negativ sehen, dass die Deutsche Bahn ihre Bahnsteige hier vernachlässigt. Aber ich muss sagen, es läuft sich wirklich sehr angenehm auf diesen, ja, auf diesem begrünten Bahnsteig. Sowas nennt man ja auch mal wieder Jackpot, ne? Kommt ein Güterzug, habe ich ja nichts dagegen. Aber genau in dem Moment muss natürlich dahinter ein schöner Lokzug fahren. Ja, sowas sieht man ja auch nicht alle Tage, so ein Lokzug. Hätte ich jetzt gerne auch schöner drauf gehabt. Naja, aber man kann es sich ja nicht raussuchen, ne? Diese Infobroschüre habe ich eben gerade mitgenommen aus dem N-Wagen, da lag die aus. Und hier steht, dass die Kamelzüge, also dass die alten Doppelstockwagenzüge mit dem N-Wagen, jetzt ziemlich schnell alle wegkommen sollen, denn hier steht, ab April 2018 sind alle Triebzüge im Einsatz. Ja, bin ich gespannt, ob das wirklich so klappt. Wir schreiben jetzt den 8. März und ich habe heute noch keine einzige Twindex-Garnitur gesehen. Dann bin ich mal gespannt, ob das im April 2018 so klappt. Ja, umso besser, dass ich heute dann nochmal die alten Züge alle aufnehme. Und bezüglich des München-Nürnberg-Express soll es hier auch bald losgehen. Im Laufe des Jahres 2018 sollen dann nur noch neue Fahrzeuge der Firma Skoda zum Einsatz kommen. Ja, momentan fährt kein einziger Zug. Also, aber gut, Laufe des Jahres 2018 kann ja noch auch noch am Silvesterabend sein. Also sind wir mal gespannt, was kommt. So, ich finde, dieses Motiv schaut gar nicht so schlecht aus. Ist auf jeden Fall dann nochmal ein bisschen was anderes wie zu der Bahnsteig-Szenerie von eben gerade. Und ich habe mir mal lieber wieder die Warnweste angezogen. Und Kamera ist schön weit weg vom Gleisbereich. Dann passt das. Trainspotting-Session hier in Pleinfeld beendet. Jetzt nehme ich dann noch den Zug nach Treuchtlingen auf und dann fahren wir mit dem RE oder RB, jetzt weiß ich es gar nicht genau, auf jeden Fall mit einem Zug nach Schwabach. Wir nähern uns großen Schritten Nürnberg und ja, jetzt sind wir eben in Schwabach angekommen und jetzt machen wir noch ein paar schöne Aufnahmen bei bestem Sonnenlicht, Sonnenuntergangsstimmung jetzt hier in Schwabach, machen wir ein paar schöne Aufnahmen. We'll be right back.
Dieses Bild krönt jetzt nochmal den richtig schönen Tag. Aufnahmen alle im Kasten, jetzt geht's zurück nach Nürnberg. Angekommen in Nürnberg Hauptbahnhof. Ja, damit ist die Tour zu Ende und eben gerade mit einem Twindex Mittelwagen mitgefahren. Die Züge finde ich auch sehr schön. Da kann man wirklich von Glück sprechen, dass auf diesen Linien da nach Treuchtlingen, Augsburg und München diese schönen Doppeldeckerwagen die alten Züge ersetzen und nicht irgendwelche unbequemen Neubautriebwagen. Genau, nichtsdestotrotz ist es natürlich schade, dass die alten Züge rausgehen. Ich finde, 1-2 hätte man da ruhig als mal so erhalten können, aber gut. Das nur meine Meinung dazu. Dann wollte ich euch noch sagen, ich habe euch ja jetzt meistens immer nur ein Bild eingeblendet von den Zügen. Ich habe zu fast jedem Bild auch ein Video gleichzeitig gemacht. Allerdings diese Videos seht ihr dann in einer Doku, also in einer Videodoku, wie man es ja von meinem Kanal kennt, oder in einer der Kurzfilme, die ich ja dann immer montags präsentiere. Dann hätte ich noch eine Frage an euch, und zwar beim letzten Vlog, da kam ja die Kritik rein, ich habe zu häufig so gesagt. Jetzt habe ich heute mal versucht, das zu reduzieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das funktioniert hat. Und ja, könnt mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch so gefallen hat, ob ihr Spaß hattet beim Anschauen. Ich hatte auf jeden Fall heute Spaß. War echt ein cooler Tag. Und ja, ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Die alten Kamelzüge konnte ich alle filmen. Nicht ein einziger neuer Twindex-Triebwagen war dabei, hat mich etwas gewundert. Vor allem jetzt, wo ich ja gelesen habe, dass im April ja schon alle Twindex-Triebwagen fahren sollen. Also ja, bin ich mal gespannt, aber gut, das soll nicht mein Problem sein. Dann sage ich auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.